Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich Hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Heute ist es aber ganz schön dunkel hier. Ja, Freddy, ich habe echt Angst. Du brauchst doch keine Angst haben im Dunkeln, Wilma. Was hast du denn eigentlich um deinen Hals? Ist das etwa eine... Ach ja, meine neue Taschenlampe, die ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe, damit ich mich nicht im Dunkeln fürchten muss. Dann mal los, probieren wir die Taschenlampe doch gleich mal aus. Dann wird es bei uns hier wieder richtig hell. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Schau dir das an, wie schön hell es wurde. Hey Wilma, was uns gerade passiert ist, erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel. Komm, die schauen wir uns doch mal an. Auch in unserer Geschichte geht es um ein besonderes Geschenk. Das Geschenk ist unsere Welt. Gott hat sich dieses Geschenk für uns Menschen ausgedacht. Am Anfang, als Gott beschließt, die Welt zu machen, sieht es nämlich so aus wie auf diesem Tuch. Dunkel und leer. Aber Gott ist da. Ihm gefallen die Dunkelheit und die Leere nicht. Gott hat einen großartigen Plan. Gott möchte die Erde erschaffen. Pflanzen, Tiere und Menschen sollen auf dieser Erde leben. Gott hat auch schon eine Idee. Als erstes muss die Dunkelheit weg. Wisst ihr, wie Gott das macht? Gibt es bei Gott auch eine Taschenlampe? Oder macht er ein großes Feuer? Nein, er macht es ganz anders. Er muss nur etwas sagen. Gott sagt, es soll hell werden. Und auf einmal ist da etwas Kleines Helles. Aber seht mal, was dann passiert. Das Helle beginnt immer stärker zu leuchten. Das Licht ist warm. Und seht ihr, das Licht ist nicht nur hell, sondern auch bunt. Es besteht aus verschiedenen Farben, auch aus deiner Lieblingsfarbe. Das Licht ist eine geniale Erfindung. Es ist genau so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und Gott freut sich sehr darüber. Aber Gott will nicht nur, dass es hell und bunt ist. Das Licht ist nur ein kleiner Teil von Gottes großem Plan. Gott will die Erde erschaffen. Es ist noch lange nicht fertig. Jetzt sagt Gott, Himmel und Erde sollen entstehen. Und Gott erschafft den Weltraum. Dort gibt es große Planeten und leuchtende, bunte Sterne. Das Weltall ist so groß, dass wir viele Sterne nur als kleine leuchtende Punkte sehen. Überall funkelt und leuchtet es. Gott ist begeistert. Die Sterne sind wunderschön und genau so, wie er sie geplant hat. Er freut sich über das, was er gemacht hat. Was hiervon ist wohl die Erde? Hier ist also die Erde und es gibt auch eine Sonne. Seht ihr, wie hell und groß die Sonne ist? Sie hat Strahlen. Die Sonne sorgt dafür, dass Pflanzen wachsen können. Sie hat genau den richtigen Abstand zur Erde. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt auf der Erde. Die Sonne bestimmt auch die verschiedenen Jahreszeiten. Es wird Frühling, Sommer, dann Herbst und wieder Winter. Wir wissen, wann ein Jahr vorbei ist. Aber die Sonne scheint nicht immer. Gott hat auch die Nacht gemacht. In der Nacht sehen wir die Sonne nicht. Dafür scheint der Mond. In der Nacht ist es dunkel. Alle können ausruhen und schlafen. Auch das ist wichtig. Gott weiß, was die Menschen brauchen. Er denkt an alles. Er richtet die Welt so ein, dass wir Menschen gut darauf leben können. Die Welt ist hell und bunt und wunderschön. Ich finde das bewundernswert, was Gott alles kann. Er sagt, es werde Licht und es wird Licht. Stell dir mal vor, Gott hat die Erde extra für dich und für mich gemacht. Ist das nicht klasse? Lass uns doch jetzt noch Gott dafür Danke sagen. Lieber Gott, du bist echt wunderbar. Danke, dass du die Erde so hell, bunt und wunderschön gemacht hast. Danke, dass ich hier leben darf. Amen. Du hast die Sonne gemacht.